2,40 im Eka ist der Grund, warum ich roll in Panamera. Es geht, hallo. Yo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, Freunde, ich bin wieder richtig gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen. Ich hoffe an der Stelle, Leute, euch geht's gut, mir geht's natürlich gut, denn ich trage die Bruder-muss-los-Klamotten, die limitierten. Ich hoffe, ihr habt euch auch was bestellt, denn der Shop ist geschlossen und man kann sich nichts mehr kaufen. Also hoffe ich, ihr seid welche von den Glücklichsten, liebe Freunde. Gleich zu Anfang möchte ich noch sagen, die Kommentare sind wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich deaktiviert, da YouTube bei mir Dinge vorgenommen hat, warum die Kommentare deaktiviert sind. Das bin nicht ich, das ist YouTube, mich regt's auch auf, ich hätte auch lieber nicht deaktivierte Kommentare, liebe Freunde. Ich wollte es euch einfach nur kurz sagen, weil immer wieder kriege ich DMs auf Instagram, warum ich meine YouTube-Kommentare deaktiviere. Bin leider nicht ich. Das hat YouTube alles gemacht. Es war ein Make-up-Unfall. Liebe Freunde, heute haben wir ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Eventuell wird das Video auch wieder etwas länger. Ich weiß nicht, inwiefern ich ausschweifen werde. Die Rote Zora hat gegen uns ein Video gemacht. Was heißt gegen uns? Gegen mich, liebe Freunde. Aber wenn ich betroffen bin, ist meine Community natürlich auch betroffen. Nein, Spaß. Da geht es natürlich nur um mich. Die hat sich ein bisschen aufgeregt. Die hat ein paar Punkte, weshalb sie mich einfach nicht so dolle mag. Und das Ganze möchten wir noch anschauen, ihr darauf antworten und sie ganz schnell wieder beruhigen. Seid einfach gespannt, Leute. Ich glaube, das wird unterhaltend. Und wir beginnen sofort mit dem Video. Lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, Leute, macht das unbedingt. Denn hier kommen regelmäßig Videos. Also checkt das Ganze ab, Leute. Und Instagram ist auch hier eingeblendet. Wir legen los mit dem Video, liebe Freunde. 3, 2, 1, go. Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich denke, ihr konntet schon den Titel entnehmen, dass es heute um eine Person geht, die absolut unkreativ ist und keine eigenen Ideen hat und sich ausschließlich von dem Content anderer ernährt. Leute, der Titel heißt Ansage an Sedotalk und dann so eine Faust, so aggressiver Hustler. Zuallererst will ich sagen, ich habe mich bis jetzt nie zu irgendwas geäußert. Die mich schon länger verfolgen, die wissen das, dass ich mich immer aus allem raushalte. Aber jetzt ist die Zeit mit dem Stillmäuschen vorbei, jetzt würde ich mich auch einfach mal zu was äußern, was mich einfach stört. Wie Sado immer so schön sagt, man hat Meinungsfreiheit hier in Deutschland, also nutzen wir die auch. Ich versuche mich gerade daran zurückzuerinnern, wann ich gesagt haben soll, man hat was hat die gesagt? Man hat Meinungsfreiheit hier in Deutschland, deshalb nutzen wir sie auch. Leute, ich glaube, ich habe noch nie in meinen Videos erwähnt, ich äußere mich jetzt wegen Meinungsfreiheit. Ey, so deutsch und spießig, ich kann mich nicht daran erinnern. Kann sein, dass es mal so unterschwellig rausgekommen ist, aber das ist kein Satz, den ich so regelmäßig sage, auf den ich so bestehe oder so. Aber in solchen Fällen, liebe Rote Zora, kannst du in Zukunft auch gerne einfach Schnipselchen reinschneiden, wo ich das sage, einfach um das Ganze direkt zu widerlegen. Das wäre ganz cool. Weiter geht's. Glaube ich nicht mal anders, weil sie so viele Abonnenten wie Sado, doch das ändert nichts an der Tatsache, wie er sich gibt und wie ich zu ihm und zu seinem Content stehe. Sado, wenn du das gerade siehst, wovon ich sehr stark ausgehe, denke ich, dass du mit dem Video bestimmt sehr gut umgehen kannst, weil mit Kritik müsstest du eigentlich am besten von uns allen umgehen, denn du kritisierst ja auch immer alle sehr extrem, also wird das für dich, glaube ich, kein Problem sein. Okay, da muss ich kurz anhalten, Leute, zum Thema mit Kritik umgehen, da geht es nicht darum, wer kann damit am besten umgehen, da geht es um die Einstellungen von Menschen, wie sie Dinge angehen und wie sie Dinge aufnehmen. Und da hast du tatsächlich recht, ich kann gut mit Kritik umgehen und ich bin auch sehr gespannt jetzt auf deine Kritik, ja? Dass ich andere Leute kritisiere, ist ein schwieriges Thema, ne? Weil das Ding ist, man kann das auf jeden Fall als Kritisieren sehen. Ich sehe das aber alles eher als eine Art von Unterhaltung und nicht kritisieren. Also die meisten Leute, über die ich das mache, die verstehen das auch, aber es gibt ganz, ganz wenige, die verstehen das nicht und die fühlen sich dann angegriffen. Das sind dann solche, liebe Freunde. Wir haben hier das beste Beispiel und wir schauen jetzt mal weiter. Wir analysieren jetzt mal ganz kurz von Sado den YouTube-Channel. Dafür braucht man aber auch nicht lange, weil man direkt an den Thumbnails erkennt, dass es sich nur an dem Content von anderen hochlutscht. Das Ding ist, du musst ein bisschen mehr atmen. Du darfst zwischen den Sätzen auch gerne atmen. Du kannst deine YouTube-Videos schneiden, dadurch kannst du alles ganz entspannt machen. Kannst auch ein bisschen langsamer reden. An meinen Thumbnails sieht man, dass ich mich hochlutsche, okay? Du sagst mehrmals in deinen Videos, dass du gegen wirklich niemanden etwas hast, aber in jedem Video ziehst du Personen einfach ins Lächerliche. Nein, doch. Du sagst, du willst niemanden fertig machen oder angreifen, aber in nahezu jedem Video schießt du gegen jemanden oder ziehst ihn ins Lächerliche. Du sagst auch immer, dass du gegen niemanden irgendetwas hast. Leute, also, wenn ich sage, dass ich gegen niemanden was habe, dann ist es auch so. Genauso wie ich jetzt sage, liebe Rote Zora, dass ich gegen dich nichts habe. Und das ist auch so. Wenn ich ein Video mache,
und da ein Meme von dir reinschneide, dann verstehst du den Sinn von Memes nicht. Der Sinn von Memes ist, dass der Zuschauer oder die Person, die zuguckt, im Bestfall kurz unterhalten wird mit einem kurzen Meme. Ja, und wenn ich jetzt, ich weiß auch, worauf sie hinaus will, das geht um dieses... Ist natürlich klar, also sie ist die beste Freundin von Rick für alle, die ist, also aktuell beste Freundin, ich glaube, vor einer Woche war es noch Chill Dizzle, davor war es noch, keine Ahnung. Leute, klar, so sie ist einfach ein bisschen, ne, heartbroken, sie muss ihn verteidigen, aber ich find's unterhaltsam. Ja, ich habe wirklich gegen niemanden was, ich habe auch gegen Rick nichts, ich habe auch gegen Leon nichts, Leute, sie nimmt das Ganze halt ein bisschen anders auf, glaube ich. Aber wieso hättest du denn so gesehen deine Community gegen die Person auf, gegen die du sprichst? Wieso lässt du die Menschen auf Instagram nicht einfach ihr Ding durchziehen? Bei diesem Punkt hätte ich gerne wieder Ausschnitte aus meinem Video, wo ich meine Community dazu auffordere, gegen andere Leute zu hetzen. Wieso musst du dich dazu jedes Mal äußern und kannst nicht einfach einmal deine Meinung wenigstens vernünftig dazu ablassen oder es einfach sein lassen und einfach dein Ding durchziehen, anstatt von anderen die Sachen schlecht zu reden. Sie hat sich gerade einfach so selber widersprochen. Wieso musst du dich dazu jedes Mal äußern und kannst nicht einfach einmal deine Meinung wenigstens vernünftig dazu ablassen? Das Mal, was ich in deinen Videos oft gesehen habe, ist, dass du Vermutungen von dir einfach als Feststellungen darstellst, obwohl du nicht wirklich weißt, was im echten Leben einfach passiert ist. Ich glaube, du warst noch nie in irgendeiner Situation dabei, von der du in deinen Videos halt redest. Also kannst du auch... Ich rede in meinen Videos nur von Situationen, die Kids öffentlich ins Internet stellen. Und ich rede auch nur über die Sachen, die sie da stellen. Wenn ich sage, ich weiß etwas, das hinter den Kulissen ist, dann packe ich das nicht öffentlich in meine Videos. Ich rede nur über das, was ihr öffentlich teilt. In meinen Insta-News und in all meinen anderen Videos auch. Wissen, was in Wirklichkeit passiert ist. Du hast in deinem neuen Video zum Beispiel festgestellt, dass Leon und Rick wieder zusammen sind. Woher willst du wissen, ob sie zusammen sind oder nicht? Sie haben es nicht offiziell gesagt, was in Wirklichkeit passiert ist. Atme. Du hast in deinem neuen Video zum Beispiel festgestellt, dass Leon und Rick wieder zusammen sind. Atme. Sie haben es nicht offiziell gesagt. Klar, man kann es vermuten oder man kann es behaupten, aber du hast es als Feststellung dargestellt und hast gesagt, die beiden sind wieder zusammen. Ich hab's als Feststellung dargestellt. Und nicht mal einen Tag später posten sie, dass sie wieder zusammen sind. Vielleicht weil es eine Feststellung war. In deinem Titel. Du sagst auch jedes Mal, keiner soll die Person jetzt haten. Doch mit deinen Videos provozierst du diesen Hate gegen andere einfach komplett. Es kommt einfach so rüber, als würdest du versuchen, dich als die beste Person auf Social Media darzustellen, obwohl du das nicht mehr ansatzweise bist. Es ist so funny. In welcher Art und Weise versuche ich, mich als die beste Person auf Social Media darzustellen? Das fühlt sich gerade so an, wie ihr müsst eine Gruppenarbeit machen über ein Thema und man erstellt erstmal eine Mindmap. Und da stehen so richtig viele verschiedene Sachen drauf, die so überhaupt alle keinen Zusammenhang haben, einfach nur um so Ideen zu sammeln. So kommt mir ihr Video gerade vor, wie so eine Mindmap, wo einfach alles irgendwie so durcheinander hingeschmissen wird. Jetzt wird behauptet, ich mache diese Videos, damit ich von mir ablenke, mäßig, weil ich eine schlechte Person bin und ich dann im Internet besser dastehe, so, like what? Ich mache meine Videos zur Unterhaltung und genauso kannst du dieses Video zur Unterhaltung machen, was ja auch funktioniert. Das Video wird doch geklickt. Das Video, das du jetzt danach hochgeladen hast, dein Vlog, dafür interessiert sich wieder keiner so. Dann mach doch diese Videos, wenn es dir Spaß macht. So, du siehst doch, ich reagiere wieder darauf. Hier entsteht Unterhaltung. Die Zuschauer sehen sich das an, die finden das interessant. Das ist Unterhaltung. In so gut wie jedem Video ziehst du Rick oder auch andere Influencer ins Lächerliche. Wer hat dir das Recht dazu gegeben, andere Personen auszulachen? Lacht dich irgendjemand aus? Hat sich schon mal jemand über dich öffentlich geäußert? Nein. Oh, ja. Das haben sich schon viele Leute über mich öffentlich geäußert. Und das Gute ist, man kann drüber lachen. Der Point ist, worauf sie hinaus will. Rick ist jetzt wieder mit Leon zusammen. Und gerade Rick bekommt jetzt auch eine größere Hatewelle. Natürlich auch Leon. Aber das Ding ist, die Hatewelle, gehen sie jetzt davon aus, dass sie von mir kommt. Was aber komplett keinen Sinn macht. Wenn Rick und Leon nicht schon einmal zusammen gewesen wären, Riesendrama aus ihrer Beziehung gemacht hätten, bei der Trennung ein Riesendrama aus ihrer Beziehung gemacht hätten, danach wieder befreundet waren, aber es so ausgesehen lassen haben, als wären sie zusammen und unter jedem Bild irgendwie geschrieben haben, wer ist euer Crush? Ja, und dann den Anfangsbuchstaben von dem anderen, dies, das. Wenn sie das Ganze
nicht gemacht hätten, hätte sich niemand dafür gejuckt und hätte, wären darunter nur so Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr wieder zusammen seid, frohe Weihnachten, frohe Ostern. Dann wäre überhaupt nichts los. Jetzt haben die zwei einfach Riesendrama geschoben und sie sagt, weil ich mich darüber lustig gemacht habe, weil man sich darüber nur lustig machen kann, tut mir leid, sie sagt, ich bin daran schuld. Das kann man natürlich sehen, wie man will. Aber was ich für mich sagen kann, ich habe den beiden alles Gute gewünscht und ich habe das auch so gemeint. Ich habe das so gemeint. So, liebe Freunde, ich unterbreche das Video an der Stelle, da das Videomaterial noch sehr, sehr lange geht und ich mir überlegt habe, einen zweiten Teil draus zu machen, aber auch nur, wenn es euch interessiert. Also lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf einen zweiten Teil. Was mir bei der ganzen Sache noch aufgefallen ist, ist, dass die rote Zora ihre Kommentare relativ schnell deaktiviert hat. Ich, so schlau wie ich bin, habe aber davor schon Screenshots von den Kommentaren gemacht, die aber auch relativ durchmischt waren. Es waren tatsächlich nur relativ wenige Kommentare dabei, wo man sagt, okay, da nehmen Leute, sage ich jetzt mal, mich in Schutz. Und trotzdem hat sie die kompletten Kommentare deaktiviert, ist nun auch mit ihrem Instagram-Profil auf privat gegangen, wo ich mir so denke, okay, damit solltest du eigentlich rechnen, wenn du ein Video öffentlich gegen jemanden machst, dass du halt dann auch öffentlich Feedback kriegst. So, sich da jetzt hinter der deaktivierten Kommentarfunktion zu verstecken und sein Profil auf privat zu machen, ja gut. Ich darf dazu ja nichts sagen, bei mir wurden ja die Kommentare auch deaktiviert. An der Stelle, liebe Freunde, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Bock habt auf einen zweiten Teil, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und folgt mir auf Instagram. Ihr seht es hier unten in der Ecke. Gönnt euch mein Instagram-Profil, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, liebe Freunde. Ciao.